Willkommen zurück zu einer neuen Folge Skyblocks. Wieder mit Dave. Hallo. Hallo. Ja, wie ihr gesehen habt, hat sich hier so ein bisschen was verändert. Ich habe den Fahrstuhl mal ja, ein bisschen umgebaut und hier die Ecke ein bisschen umgebaut. Und auch die Tür hier ist verschwunden einfach. Gefällt mir so besser. Ist so ein bisschen runder. Ja, heute wollen wir uns mal beschäftigen und zwar ein bisschen mit Botania. Botanica? Botania? Botania. Das wieder? Und Soundcraft, ihr seht, ich habe hier schon mal was hingestellt. Einfach, damit ich nicht immer so weit hin und her latschen muss. Und zwar, wir wollen uns im Grunde darauf vorbereiten, langsam mal diesen Grinder hier zu bauen. Der kann halt einen Wither one-shotten und ist dann halt ideal für eine Wither-Farm. Ne? Wir wollen hier diesen Mana-Dust heute mal ein bisschen herstellen. Und halt auch für diese Cores hier. Brauchen wir Saumium, brauchen wir Mana Steel, deswegen wollen wir uns da mal so ein bisschen jetzt mit beschäftigen, dass wir diese Sachen auch relativ viel herstellen können. Und ja, ich habe hier mal eine Kiste hingestellt, ich habe mal ein paar Rezepte fertig gemacht, wobei ich denke, dass dieses Ding hier, ja, ich zeige das mal rein, dann seht ihr mal die Verbindung, ja. Ich habe da eine Seite ja, aufgehabt, habe ich letztes Jahr mal ja, schon mal erzählt, wo man das hier einstellen kann, ne, also halt die beiden Endpunkte. Und warum das bei mir nicht geklappt hat, ist ganz einfach. Es gibt schon Soundcraft 5. Und das Ding war auf Soundcraft 5 gestellt. Und deswegen klappte es nicht. Jetzt habe ich das umgestellt auf die 4er-Version. 4.2 ist es, glaube ich, gewesen. Und da geht das. Seht ihr, ne? Auch ein hier hat mir gefehlt. Deswegen musste ich hier so einen Umweg machen. Aber klappt alles. Und ja, dann würde ich sagen, lernen wir die. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich die jetzt genau finde. Aber da gucken wir gleich mal in dem schlauen Buch nach. Vielleicht haben wir Glück und es liegt da drin. Moment. Habe ich das hier drin? Ja. Hier. So. Okay. Saumium Ingot. Das heißt Mana Steel und dann Pra Dingenskirchen. Schmeißen wir da rein. Gut, dann gucken wir gleich mal, was ja, was welche Substanz wir da brauchen. Hier wäre einer. Hier ist einer. Hier ist auch einer. Hier ist auch einer. Das bringt uns alles nichts. Gut. Okay, wir brauchen auf jeden Fall nochmal Mana Steel. War. B -b 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 Buch. Achso, nee. Mana Steel. Könnten wir das irgendwie herstellen? Ja, normaler Steel da rein. Gut. Ja gut, das können wir dann auch noch machen, aber erstmal brauchen wir diese Blümchen. Die wollte ich euch mal kurz zeigen. Und ja, warte mal, nee, ich habe ja alles dabei. Ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Ich muss mal einen Schluck trinken. Prost. Prost. Ah, eine Kleinigkeit wollte ich auch noch mal ganz kurz gezeigt haben. Und zwar, ich habe hier unten mal die Draconium-Produktion ein bisschen ja, verschnellert. Sache ist die, ja, ich habe hier das mal so ein bisschen umgebaut, hier einen kleinen Lava-Puffer eingeführt. Und ja, das geht jetzt hier direkt rein. Und wie ihr seht, ich habe die hier mal ausgetauscht, den Hammer, weil mir ist aufgefallen, hier kann man Upgrades reinlegen. Ja, also hier ein Geschwindigkeits-Upgrade, was jetzt nicht so gravierend wichtig ist, aber vor allen Dingen hier Lack. Ja, also mal schauen, ob das viel bringt. Ne? Also, wie gesagt, da kommt immer Draconium an. Hier wird dann halt noch ein bisschen aussortiert und zwar Netherwarzen und Platinum-Ohr, weil wir es einfach nicht brauchen. Und ja, nur damit ich es mal gezeigt habe. Und ja, wir wollen jetzt diese eine Pflanze hier herstellen. Ja, ein bisschen haben wir ja noch hier an Mana. Und ja, Moment. Muss ich nochmal ganz kurz schauen. Endo Dingenskirchen, genau. Also, ja gut, den haben wir nicht. Wir brauchen hier zwei braune, einen roten, einen grünen, grauen meine ich, und einmal dieses Mana Powder. Das Mana Powder macht ihr einfach mit Gunpowder, dass ihr einfach hier in diesen Pool reinschmeißt. Mach mal drei Stück, denn ich wollte davon nachher nochmal offscreen ein paar mehr Pflanzen bauen. Das lege ich mal hier rein und jetzt brauchen wir noch ein paar Seeds. Wo haben wir sie da? Beziehungsweise eigentlich bräuchten wir nur ein Seed, aber wie gesagt, ne? Kennt mich. So.
So, und ein Gunpowder. So, das muss ich, glaube ich, hier reinschmeißen. Ne? Ja, genau. So. Schon wieder verkehrt. Tja, das passiert. Und zwar den, den. Jetzt den hier und eins zieht. Ui. Ja, und diese Pflanze sollte meines Wissens auch nicht mehr kaputt gehen. Das heißt, die stellen wir jetzt hier hin. Jetzt nehmen wir mal unseren komischen hier Stock. Wo haben wir ihn da? Und jetzt schauen wir mal. Das sieht gut aus. Unknown Status. So gut. Ich hoffe mal, es klappt. Wir werden sehen. Leider sieht man hier jetzt irgendwie nicht den Pool. Also so, ich würde mal gerne so eine Anzeige von 0 bis 100 haben oder so, aber naja gut, man kann nicht alles haben im Leben, ne? Gut, das hier, achso, das war die falsche, das war für Soundcraft. Das müssen wir hier alles nochmal ein bisschen umändern. So, jetzt haben wir das hier. Und jetzt gucken wir mal, ob wir hier irgendwie mal was finden, was uns dieses komische Ordo-Dingenskirchen gibt. Nun gut. Gut, dann machen wir jetzt erstmal ein bisschen Mana-Stil und dann werden wir. Warum ist hier ein Loch? Ja, Moment. Sup. Ja, und der Dave ist schon wieder hinten fleißig am Sand klatschen, falls ihr euch da schon wieder. Ups, falscher Ding. Falls ihr euch da schon wieder wundert, wo die ganze Erde hier hingegangen und gegangen ist. Ja, also. Ja. Gut. Dann wollten wir jetzt da was mitreißen. Dazu brauche ich erstmal einen Eimer. Ups, einen Eimer. Wasser reingefüllt. Und das Buch legen wir mal rein. Wir haben ja hinten noch eins. Und die Pflanzen können wir da hinlegen. Wir sollten das mal umstellen. Hier, der Dave hat das hier weggeräumt, weil er hier irgendwie einen Weg bauen will. Und Was? naja, hier hinten hast du doch irgendwie meine Weiß nicht mal, wo du Kisten. bist, also von daher. Naja, ich rede die ganze Zeit von Soundcraft, dass wir was mit Soundcraft machen. Also bin ich hier hinten bei den Soundcraft-Sachen vermutlich, ne? Da hast du ja Ja, irgendwie kann ja mit. sein, dass das woanders hingeräumt hast. Nee, nee. Naja, auf jeden Fall, da baust du ja irgendwie so einen Weg lang oder so. Da hast du meine Kisten irgendwie sehr unglücklich hingestellt. So, gut, jetzt haben wir das aber wieder umgefixt. Und ja. Achso, hier ist der Wassertank. Genau, den brauchten wir ja auch geleert. Hatte ich hier gar kein Wasser reingepackt? Klappt das auch so? Krass. Okay. Na, vielleicht war auch Wasser drin. Wie gesagt, wir brauchen jetzt hier. Hier müssten wir, glaube ich, sogar noch Feuer drunter machen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Den Wald anzünden, ja? So Den ungefähr. Wald anzünden, ja? Ja, so ungefähr. So, aber wir Ist könnten ja nur da dein ja. Wald. Genau. Wir könnten da ja auch dieses. Wie heißt denn das Teil? Dieses Nitor, genau. Ach, genau. Nitor. Ich hatte ja drüben noch das schon benutzt hier. Mist. Wir können mal gucken. So ein Nitor ist nämlich auch ein ideales Feuerding. Vielleicht können wir das jetzt gleich mal so spontan bauen. Wir schauen mal rein. So, warte mal. Hier ist der Nitor. Okay, jetzt gehe ich mal ganz kurz auf die Seite. Jetzt haben wir da. Wie heißt das? Dass man es hier nicht sieht, ist blöd. Ignis. Ignis habe ich sogar noch drin. Und das ist Licht, Licht, Lux. So, Lux. Wie gesagt, die Seite verlinke ich euch unten drunter. Wir brauchen drei Steps. Jo, Find Connection, Lux. Oh, okay, da brauchen wir ein bisschen mehr. Wir brauchen vier Steps, aber das kriegen wir hin. Wir brauchen hier eine Lampe. Dann brauchen wir hier den. Also, das sind jetzt mit vier Steps müssen wir jetzt gehen. Deswegen gehe ich hier so einen kleinen Bogen. Und so. Und jetzt haben wir es fertig. Können das anklicken. Und haben jetzt den Nitor gelernt. So, den klicken wir jetzt an. Das heißt, wir brauchen Glowstone. Wir brauchen hier Ignis, Lux und Potentia. Ja, das machen wir jetzt mal. Weil ich glaube nämlich, das konnte man als unendliche Feuerquelle nutzen, das Ding. So, wir brauchen jetzt erstmal einen Glowstone. Das ist jetzt nicht sonderlich wild. Den haben wir auf jeden Fall noch, wenn ich es finde. Glowstone, Glowstone. Da. Ach, ja, wohl. Nee, wir lassen es erstmal. Und jetzt. Hier gerade geklopft? Nein. Jetzt gehen wir nochmal runter zu unseren Shards. Die wir übrigens auch mal mitnehmen sollten. Das ist sonst ein bisschen sinnlos, finde ich. Was hatte ich jetzt gesagt? Wir brauchen dreimal Ignis, ne?
Dreimal Lux, das nehmen wir mit Fackeln am besten, und dreimal dieses Potentia. Dreimal Potentia. Gut. Ja, Fackeln haben wir, glaube ich, drüben noch. Jetzt müssen wir gucken. Dieses Ignis. Warte mal, war das nicht irgendwie mit Shift, dass man... Ja, genau, mit Shift konnte man das wunderbar sehen. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal die Shards hier, würde ich sagen, mit. Die brauchen wir hier ja eh eher selten. Und schauen jetzt nochmal, ob wir irgendwie hier was Vernünftiges mit Ignis finden. Anscheinend nicht. Anscheinend. Ja, es ist sehr blöd. Na gut, dann schauen wir jetzt noch. Ah, warte mal, das könnten wir nochmal gucken. Wasser, bla bla bla. Hier, oh, hier war was. Enderperlen, zwei Ignis, okay. Nehmen wir uns ein paar Enderperlen noch mit. Ah, nee, Potentia brauchten wir. Das Zeug hier. Nehmen wir uns einfach, geht das auch mit den normalen? Nein. Gut, dann haben wir hier vier Stück, das reicht aus. Und jetzt brauchen wir, wie gesagt, noch Fackeln. Da hatten wir hinten, glaube ich, ein Stack. Ah, nee, dieses Ignis-Zeug brauchten wir ja auch noch, Mensch. So, wo hatte ich gesagt? Nee. Nee, Feuer braucht. Das Feuer war das. Genau, dann nehmen wir uns Blaze Powder mit. Das geht auf jeden Fall. Und Fackeln haben wir hinten. Da können wir jetzt eigentlich das Ding bauen. Wir schauen mal. Warte mal, Fackeln hatte ich hier irgendwo gesehen, ein Stack. Da. Genau. So. Und ja, das heißt, wir schauen jetzt nochmal das Rezept an. Crucible, genau. Nitor, bla bla bla. Das heißt, wir müssen da unten jetzt. Ach, noch ein Eimer Lava reinkippen. Mensch. So. Holen wir uns mal. Holen wir uns mal einen Schluck Lava. So. Moment, ich muss mal ganz kurz. So, damit ich auch sehe, wie lange wir aufnehmen, weil sonst machen wir wieder eine 75-Minuten-Folge oder so. Naja, das wäre nicht so gut. Ja, naja, halb so wild, ne? So. Kann man ja schnippeln. So. So. Dann machen wir jetzt mal schwupp, schwupp. Und jetzt sollte das hier auch kochen nach einiger Zeit. So, die Shards lege ich hier mal rein. Den Eimer auch nochmal sicherheitshalber, falls wir mal irgendwie keinen haben. So, jetzt kocht es. Ich glaube sogar, wenn man hier oben drauf geht, kriegt man Schaden, genau. So, und jetzt schmeißen wir das hier rein. Und zwar, ihr müsst darauf achten, dass ihr nicht zu viel reinkippt, ja, sonst wird das nämlich korrupt. Das heißt, ihr solltet, also dann überläuft das und dann kriegt man hier ein Zaunquaff-Biom, was denn giftig wird und sowas. Also ihr solltet da wirklich drauf achten, dass ihr hier, Also wenn ich jetzt ein ganzes Deck hier reinschmeißen würde, dann würde das Ding korrupt werden, ja. Nur mal so als kleiner Tipp. Das waren immer eine. So, das schmeißen wir jetzt hier rein. So, und wenn wir jetzt den Glowstone reinlegen, dann sollte es ein Liter werden. Hier haben wir das. Warte mal, jetzt brauche ich nochmal den Eimer. So, warte mal. Und jetzt könnte ich nämlich das da drunter legen. Und das sollte jetzt auch für Hitze sorgen. Und es hat den Vorteil, es brennt nichts außenrum an. So, dann haben wir das doch schon mal. Dann können wir das hier erstmal wieder zurücklegen. Dann habe ich euch das auch mal gezeigt, wie das funktioniert. Ich glaube, hier sind sogar noch irgendwie Elemente drin. Warte mal, könnte man das nicht irgendwie sehen? Mit dem Zauberstab oder so? Geht das hier mit? Was war das denn? Du hast gerade gesehen, diesen Balken? Interessant. So. Also irgendwie konnte man die Sachen sehen. Ist ja jetzt auch vollkommen Wumms. Wir legen das mal hier wieder zurück. Und das legen wir mal hier rein. So. Denn wir wollten ja eigentlich... ach nee, das Buch brauche ich ja noch. Ich Nuss. So. Denn wir wollten ja eigentlich hier unseren Barren herstellen. Wir haben jetzt was gefunden, womit wir... Nee, haben wir das gefunden? Weiß ich jetzt gar nicht. Müssen wir gleich nochmal schauen. Nee, da, nee, doch, das war der Knopf, ja.
Nein, 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 wir brauchen dieses komische Feuerding. Das war hier drin zweimal. Okay. So. Das heißt, vier Stück. Das heißt, okay. Mana-Stil, haben wir das? Ach, Moment. Hier. Nimm davon denn mal vier Stück. Ach komm, machen wir ein ganzes Deck rein. Dann machen wir acht Dinger. Und Mana, nein, haben wir nicht. Das heißt, ich muss noch mal ganz kurz hier hinten hin. Denn ich glaube nämlich, ich hatte davon was weggeschmolzen. Mal kurz schauen. Genau, Pulverized Mana Infused, aber das war glaube ich das falsche. Fluxdust. Ach ja, stimmt, den hatte ich auch noch gesägt. Pulverized Tin, Kupfer, nein. Okay, das heißt, wir müssen uns welchen herstellen. Dazu nehmen wir uns mal Stahl mit. So. Jupp. Hui. Lalalala, lalala. So. Ja, das heißt, wir schauen jetzt nochmal hier ganz kurz drauf. Ich brauche Mana-Stil. Und Mana-Stil. Mana-Stil. So, da ist er. Ja, kriegt man Stahl in diese Soße reinkippen. Oder, ach, Eisen geht auch. Okay, ja, dann nehmen wir doch Eisen. Eisen ist billiger. So. So. Na, nehmen wir erstmal Achte. Wie gesagt, vielleicht reicht's ja, was wir hier noch drin haben. Wir schauen mal. Okay, nein, es hat noch genau für einen gereicht. Ja, wir gucken mal, wie gesagt, vielleicht kommt hier dann was an. Von dem Ding hier. Okay. Aber gut, zum Probieren wird es reichen. Das heißt, wir brauchen nur zwei Enderperlen. Und Moment. Jetzt muss ich nochmal schauen. Wie gesagt, ich bin mit dem Mod nicht so wirklich warm. Das muss ich auch im Crucible schmeißen. Okay. Oh, ach ja, stimmt, das ist ja heiß. So, da haben wir das Saumium. Ja. Ja, damit ist das Saumium schon mal erledigt. Das heißt, ja, ich werde hier dann nochmal schauen, dass ich da noch mehr Mana ranbekomme. Warte mal. Was mich nochmal interessieren würde, ist, braucht Stahl genauso viel wie Eisen? Nein? Ja, gut, okay. Stahl braucht also weniger. Ja, weil, wie gesagt, Eisen ging nicht, Stahl geht. Das heißt, wir nehmen jetzt nochmal ein bisschen Stahl raus. Ups, Stahl raus. So. Und schau mal, wie lange das geht. Okay, wir konnten also noch zwei dieser Mana Steels herstellen. Das ist schön. Ja, dann werden wir uns jetzt, und zwar, zeige das nochmal, Grinder. Wir werden uns jetzt damit beschäftigen, diese Mana Dust herzustellen. Ja, denn die Problematik ist, dafür habe ich diesen Staub hier. Aber die Schwierigkeit ist, wir brauchen Liquid XP und Molten Draconium in der Smeltery. Wie man das macht, das geht man nach einer kurzen Werbepause. Nein, Spaß beiseite. Ja. Das Oh mein Gott. Ja, ist da mal so ein Cliffhanger oder so ein Fernsehen oder so. Du willst irgendwas wissen oder so? Das sehen wir nach einer kurzen Werbepause. Ja. So, Der wird echt. Ah Millionär ja, oder stimmt, was hier hatte ich dann? ja noch Schmatze drin. Und zwar, wir brauchen dazu einige Sachen. Die habe ich schon mal vorbereitet hier. Und zwar, wir brauchen erstmal das Zeug. Denn wir. Ups. Denn wir müssen jetzt erstmal unsere XP hier wegbekommen. Hallo? Jetzt geht's. Und ja, ich hatte auch, wie gesagt, weiß nicht, hatte ich das gesagt gehabt? Ich weiß es gar nicht. Wizard geklatscht. Ja, damit wir auch diese. Moment, ich zeig's euch. Hier. Diese Sachen bauen können. Ja. Von denen hier werden wir auch noch Tonnen brauchen. Das seht ihr ja. Also, das heißt, wir müssen Draconium-Ingots also noch unendlich herstellen. Das heißt, das werde ich unten also auch laufen lassen. Ich werde da vermutlich auch eine automatische Station lang bauen und halt dann auch mehr Lack und sowas da reinklatschen. Aber das, wie gesagt, das werde ich offscreen machen.
Weil das ist ein bisschen sinnlos. So, jetzt brauchen wir die Drain. Ich habe jetzt mal die Conduits hier genommen, weil ich hier irgendwie nicht wusste, ob ich hier, weil wir, ne, genau, hier hatte ich keine Flüssigkeitskabel mehr drin gehabt. Genau, das war das. Das hier können wir beiseite legen. So. Und zwar, jetzt ist es so, wir warten jetzt einfach, bis die Smeltery hier ausgelutscht ist. Und ist leer? Nein, gleich. Und dann legen wir hier einfach eine Drain, also quasi einen Bypass rein, wo wir dann den Liquid XP Drum reinlegen und die wird dann sich das automatisch reinziehen. So, demzufolge brauchen wir Draconium. Da haben wir ja schon was. Ich glaube, das habe ich hier reingelegt. Jo, nehmen wir mal 10 Stück raus. Okay, die können wir vielleicht sogar schon mal einschmelzen lassen. Denn es handelt sich ja hier nur noch um Stunden, bis das leer ist. Was aber auch erstmal egal ist. Denn, wie gesagt, das sollte gleich geschafft sein. Also ich hoffe zumindest, warte mal, lassen wir das erstmal mit dem einschmelzen. Ich glaube zwar nicht, dass es verschwindet, wenn ich da von der Smeltery einen Block abbaue, aber man weiß ja nie, ne? Oh, ich muss mal kurz niesen. Ach, gut nies. Ach so, ja, genau. So, was haben wir hier? Hier haben wir schon wieder neue. Ja. Und zwei. Und ja, wie gesagt, die werden wir jetzt erstmal sammeln. Die werde ich dann später... Ja, ich weiß halt ehrlich gesagt nicht, was sinnvoller ist, die Sachen herzustellen oder halt diese anderen. Denn aus diesen Teilen hier, kann ich euch mal zeigen, kann man nämlich mit dem QED 3 Barren machen. Und man kann hier draußen noch viel schönere Sachen machen, denn... das zeige ich euch auch mal. Man kann da draußen nämlich, genau hier, Draconium-Ohr herstellen. Und dadurch kann es natürlich sein, dass man das für irgendwas mal brauchen könnte. Ne? Aber gut, das zu später. Wie gesagt, die Maschine hier, die werde ich dann hier abbauen und vermutlich hier hinbauen und dann auch da runter. Da sieht man übrigens den Ansatz des Berges, falls ihr euch wundert, was das sein soll. So, jetzt sollte das hier leer sein, hoffe ich. Das sieht man wo? Diesen Berg, den ich mit Lava angefangen habe, runter zu gossen, gießen, diese Grundstruktur. Gegossen, ja. So, jetzt ist leer. Das heißt, wir werden jetzt hier mal ein Loch reindengeln. So, nimm uns die Smeltery Drain zur Hand. So, jetzt können wir das Draconium auch reinschmeißen. Das klappt jetzt auch. Jetzt haben wir hier die Drum. Und jetzt nimmt ihr einfach, weiß der Geil, was hier, irgendein Fluidkabel. Ganz toll. Irgendein Fluidkabel, das kann wie gesagt auch von sein, ne? Okay. Hier, Fluxduct oder so ein Blödsinn, das ist vollkommen egal. So, warte mal, wir wollen Insert haben. Nein, Extrakt natürlich. Extrakt und Always aktiv. Und jetzt sollte das eigentlich schon reinlaufen. Ups, hier. Ja, da ist unser Liquid XP, was quasi gerade reingepumpt wird. Und jetzt sagen wir, das sollte erstmal reichen. Moment. So. Ne? Haben jetzt 12.000 12 Buckets drin. Sieht man das eigentlich von oben? Nee, schade. Aber wie gesagt, so kriegt ihr Flüssigkeiten hier rein. So, und jetzt wollen wir ja dieses shiny Gedöns hier machen. Das sollte so gehen. Und wenn sich das vermischt hat, dann werden wir das quasi einfach nur einmal anklicken und dann läuft das drauf. Also nicht sonderlich schwer. Das sollte auch gleich der Fall sein. Warte mal, kann ich da vielleicht sogar automatisch nachlegen lassen? Gucken wir mal. Also wie gesagt, ich habe das jetzt so mit diesen Flüssigkeiten auch noch nie so wirklich was gemacht mit. Warte mal, hoppa. Ach klar. Das ist halt der Nachteil, wenn man das nicht synchronisiert hat. Das nur mal so als Test. Kann ich... Das irgendwie so, warte mal, so, nee, so nicht. Ja, kann ich das so ranklicken? So. Nein. Okay. Und wenn ich das vielleicht so mache. Na,
Oder so? Oder, warte mal, vielleicht so. Ah, okay, so geht's. Wunderbar. Das heißt, wir nehmen die nochmal ab und setzen. Ne, Quark, den müssen wir dahin. Ne, warte mal, müssen wir nicht. Da ist es. Wir nehmen einfach mal die Kiste und stellen sie einfach ein rüber. Dann können wir das nämlich so machen und so rein. Und die, ups, nein, die vielleicht nicht da rein. Die kommt da oben drauf. Und dann kommt da noch ein Level dran. So. So, wir haben jetzt hier unser Prime Mana. Und jetzt sollte das nämlich auch klappen. Ah, okay. Klappt. Wunderbar. Dann machen wir das an. Und jetzt sollte das laufen, bis es halt leer ist. Und da wir das hier unter Prime Mana haben, können wir mal probieren, ob wir den Rest wieder raussaugen lassen können. Ja, geht. So anscheinend. Sehr gut. Sehr gut. Wie viel haben wir jetzt Prime Mana? Wir haben jetzt 4 Prime Mana. Das ist jetzt nicht die Welt. Ja. Aber vom Prinzip her wisst ihr jetzt erstmal, wie das funktioniert. Ja. Wie gesagt, hier seht ihr zum Beispiel, hier braucht man wirklich mal ein Erz. Ja. Braucht man hier Prime Mana? Nein, hier braucht man nur die anderen Balken. Gut. Ja. Ich würde sagen, das war's jetzt auch erstmal, denn ja, wir müssen jetzt erstmal noch ohne Ende Ressourcen herstellen. Ihr seht ja, ne, also was das hier alles kostet und so, ne, gut, die Nether Stars, glaube ich, habe ich jetzt alle. Aber wir brauchen ja Thaumion noch, wir brauchen Mana Steel noch. Und ja, das wird noch einige Zeit dauern, aber allein schon hier Mana Dust, ne, also 4 brauchen wir hier, hier brauchen wir auch nochmal 2, das sind 6 Stück. Und wie viel Draconium-Ohr man braucht. Also es ist halt schon, ich weiß gar nicht, habe ich überhaupt schon genommen. Warte mal, hier brauche ich einen Nether-Star. So, dann war das, hier brauchte ich den zweiten, dritten. Vierten, glaube nämlich. Fünften, sechsten, das heißt, ich brauche es doch, ich brauche 6 und nicht 4. Da, dann muss ich ja leider auch nochmal, ein paar Farmen, aber naja, gut, das bleibt halt nicht aus. Und wie gesagt, da habt ihr ja schon in der Folge 50 gesehen, wie sehr interessant das ist, Wizard zu klatschen. Oh, richtig schwer. Ja, das wird mit dem, Grinder dann noch besser. Das heißt, der Wizard spawnt, macht sein Huh und Bub ist tot. Echt? Ja, der one-hittet den halt. Das ist sehr, sehr traurig für ihn, aber naja, was soll's, ne? Gut, aber ich würde sagen, wir machen jetzt Schluss an der Stelle. Wir farmen, wie gesagt, jetzt noch fleißig. Ich werde hier die Draconium-Strecke nochmal ein bisschen optimieren. Und ja, ich hoffe, in der nächsten Folge können wir dann den Grinder fertigstellen. Dann würde ich sagen, sehen wir uns da hoffentlich und dann bis denn dann. Macht's gut, tschüss. Ciao.